Herzlich willkommen hier zu einer neuen Folge von FIFA 15 Ultimate Team Pack Opening. Ja, man hat es nicht geglaubt, dass es hier nochmal Pack Openings geben wird nach dieser Geschichte mit den FIFA 15 Price Ranges. Und da wollen wir mal gucken, ob wir vielleicht was Gutes noch aus den Packs rausholen. Ist auf jeden Fall schon mal eine ganz doofe Sache mit diesen Price Ranges. Aber ich denke mal, das werden wir überleben. Wir werden hier noch ein paar Packs aufmachen. Ich habe ja noch ein paar Coins. Und ja, kommen wir mal rein, ne? Also, falls ihr keine Coins kaufen wollt, schaut gerne trotzdem in die Videobeschreibung. Da haben wir auch Links zu MMOGA oder auch Amazon. Da könnt ihr euch andere Sachen noch holen. Und ja, gucken wir mal. Also, es gibt gerade, wenn ich das hier richtig gesehen habe, das Team der Woche. Und es gibt Man of the Match. Unverdient wohl Cristiano Ronaldo, Man of the Match. Real verliert, insgesamt gewinnen sie natürlich. Viele meinten, ja, Hündeler hätte es eher verdient. Eure Meinung dazu gerne in die Kommentare. Und starten wir mal. Ihr seht ja hier 50k-Packs, 3 Stück haben wir da. Und ich teile das so ein bisschen auf. Ich mache heute die 50k-Packs auf, zwischendrin eben so ein paar 7,5k-Packs. Wir machen 3 7,5k-Packs, dann ein 50k, 3 7,5k-Packs, ein 50k, 3 7,5k-Packs, ein 50k. Und Lavezzi ist hier gerade unser bester Spieler, den haben wir aber auch schon. Und Shadow, ich glaube, ich muss mal die ganzen kleinen Sachen so verkaufen. Wie ist das denn hier? Aha. Also, einige stehen hier halt rein, so für 6000 Vorkauf, aber ja, der geht halt nicht für wie sehr viel weg. Okay, 1200. Na gut, aber besser als nichts, ne? Schnurglu, der kann gerne weg. Pack Nummer 1. Also ich habe hier noch ein paar Coins, aber wenn ich dann Pack-Opening oder so mache, wird das halt nicht so mega heftig werden. Das kann man sich ja irgendwie schon denken. Livestream, da werde ich auch eigentlich jetzt nur noch Spiele machen, weil es ist einfach zu viel des Guten. Für die Videos möchte ich gerne die Coins aufbewahren und dann immer mal wieder so ein paar Packs öffnen und so weiter. Aber im Livestream werde ich wohl keine Millionen Coins mehr aufmachen, weil ich auch einfach keine Lust habe, mir FIFA-Points zu holen. Und ich hoffe, von euch macht das auch keiner. Ja, damit zwingen wir einfach EA, ja? Und wenn es einige nur sind, die nichts holen. So, wir sehen, wir haben alles Duplikate, das heißt, kein Man of the Match ist dabei. Ist irgendwas Gutes denn dabei? Na, Aubameyang vielleicht? Rufier und Naldo. Preisvergleich. Nicht so wirklich hoch. 1100. Ja, okay. Haben wir raus. Das waren super 50k-Packs. Und stellt euch vor, ich hätte jetzt da 1000 FIFA-Points für ausgegeben. Yay! Da wäre was Tolles drin gewesen. Wuhu! Okay, alles mitgenommen, der Rest weg. Ich werde dann bestimmt auch bald mal Verträge und so einen ganzen Kram verkaufen. Da habe ich ja unendlich viel von. Also von daher. Oh, Salah! Der war ja erst vor kurzem noch Man of the Match. Jetzt sehe ich ihn. Obwohl kein Man of the Match mehr ist. Was ganz komisch war, ich habe gestern Abend noch einen Man of the Match gezogen. Der aber. Der aber eigentlich hätte schon raus sein müssen. Ich weiß gar nicht, wie der heißt. Ich gucke mal ganz kurz nach. Und dann habe ich jetzt heute erfahren, dass der wohl etwas spät, also eine Stunde länger in den Packs drin war. Deswegen, ich habe mich gewundert. Ja, das, wow, geil. Delf. Ich habe so gesehen, oh, ein Orangen, dann ist es Cristiano Ronaldo, aber ja, natürlich ist es nicht Cristiano Ronaldo gewesen. Wäre es Delf nicht gewesen, dann wäre es ganz bestimmt der Ronaldo gewesen. Ich bin mir so ganz sicher. Richtig sicher. Und wenn man noch ein 7,5k-Pack auf, dann kommt das nächste 50k-Pack. Also ihr werdet euch in Zukunft ein bisschen dran gewöhnen müssen. Und hoffentlich auch können, dass wir nicht so viele Packs aufmachen in den Pack-Openings. Und einfach hoffen, dass wir was Gutes ziehen in den wenigen, die wir da machen. Aber selbst dann, ne? Gucken wir mal. Und ich sehe hier nur Duplikate. Irgendwas Gutes Duplikatmäßiges. Ramos. Remy. Auch nichts mehr wert, ne? Ja, also kauft keiner die ganzen Sachen. Habt ihr gesehen, ob es irgendwelche guten, großen Spieler auf dem Transfermarkt gibt? Ich schau mal ganz kurz. 1,3 Millionen. Ist nicht so heftig mehr. Neues Feature, Preisspann. Oh. Okay, wir gucken mal ja nach dem Ronaldo. Ich vermute einfach mal, es wird kein Man of the Match Ronaldo geben. Oh, auf dem Transfermarkt ist keiner da. Na gut, dann wollen wir mal gucken.
Messi. Oh, es gibt einen Messi. Startpreis 12 Millionen. Startpreis 150.000, aktuelles Gebot. Aber das sind die, die schon vorher so lange drauf waren, weil Messi ist jetzt keine so und so viel Millionen mehr wert, ne? Okay. Also es gibt keine fetten Spieler mehr. Adieu, ihr tollen Informs und so weiter. Haben wir noch ein 50k-Pack? Ja, haben wir noch. Da ist noch weitere 3 7,5k-Packs. Eure Meinung habt ihr ja schon sehr krass kundgetan in dem letzten Infovideo. Fand ich sehr cool von euch. Da hatten wir 6000 Aufrufe, fast 200 Kommentare. Und viele sagten, dass sie zwiegespalten sind und sagen so, ja, also an sich ist das Feature nicht schlecht, aber ist jetzt einfach der falsche Zeitpunkt, so wie ich das halt auch gesagt habe. Und einige waren einfach richtig, richtig böse und enttäuscht, dass sie das jetzt so gemacht haben, ne? Weil sie dadurch ganz herbe Verluste eingefahren haben. Was ich halt nicht verstehe, das habe ich heute auch auf Facebook geschrieben, warum gibt es diese untere Grenze? Ist doch scheißegal, wie niedrig das Ding ist. Hauptsache, so ein Spieler darf nicht unendlich, warte, so unendlich hoch irgendwie raufgestellt werden, ne? Die untere Grenze wäre ja super, wenn die weg wäre, dann könnte man wenigstens traden. Aber so bist du gezwungen, was ist ich, Messi für mindestens so und so viel Millionen raufzustellen, ne? Und da können die Leute halt nicht traden. Eine obere Schranke, okay, meinetwegen, damit die Coinseller eben keine Coins verkaufen können. Aber die untere Schranke ist sowas von sinnlos. Naja, und wir ziehen unseren ersten Inform. Der ist wie viel wert? Lass mich raten, so zwischen 10 und 25.000. 8 und 12, was? Ein Abstoß-Inform. Den kann ich auch direkt abstoßen, ne? Aber wir behalten ihn einfach mal. Weil das toll ist. Okay. Und jetzt machen wir ein 50k-Pack noch auf. Das letzte 50k-Pack, was wir hier haben für diese Folge. Ich bedanke mich auf jeden Fall bei euch fürs Einschalten. Ich hoffe, ihr hattet trotzdem ein bisschen Spaß. Und wir ziehen Cazorla. Alles Duplikate. Erfahren. Alle nichts wert. Verschielni vielleicht. Preisvergleich. Geht für wie viel? 8.100. Und da selbst verkauft er sich nicht mal. Keiner kauft. Wie krass. Nicht mal für den untersten Preis geht er weg. Mensch, das haben die ja richtig gut hingekriegt, die Preisspannen. Er geht nicht mal für 8.000 weg. Okay. Na gut, aber ne, 8.000, vielleicht kauft ihn ja noch einer. André Correa. Dann ja. Jefferson Verfahren ist auch nur so ein billiger, ne? Ja. Cazorla. Auch billig. Adebayor. Ja, bin ein bisschen enttäuscht von den Packs. Na gut, dann war's das für die Folge. Ich bedanke mich bei euch fürs Einschalten. Eure Kommentare und Meinung ist natürlich wie üblich gerne gefragt. Habt ihr auch noch wieder ein paar Packs aufgemacht oder habt ihr gesagt, ne, also FIFA, ich gebe für FIFA keine Coins mehr aus, weil ich will die sparen für Team of the Season. Ich kaufe mir auch keine Points oder irgendwas. Eure Kommentare sind auf jeden Fall sehr erwünscht. Ich hoffe, wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Ich mache hier nämlich weiter für euch die Packs auf und bedanke mich fürs Einschalten. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.